Die Regen doch auf. Okay, dann würde ich sagen, wir machen den auf alle Fälle rot-weiß. Machen wir es halt so. Also unten kannst du mal so ein kleines Häuschen dran machen. Einfach so ein, nicht Würfel, sondern wie nennt man das denn? So ein Quader halt. Und dann fange ich hier schon mal mit dem eigentlichen Leuchtturm an. Was? Am besten, wenn wär's, wenn du halt hier so ein. Also ich zeichne jetzt mal kurz den Grundriss halt. Welchen Teil? Ja, du kannst ja unten, wie gesagt, unten muss ja noch was hin. Also, weißt du, was ich meine? Unten muss halt noch so irgend so ein kleiner Quader halt hin, also Haus. Und das kannst du ja hier hinten so dran bauen. Das ist praktisch. Wie sieht es das aus? Dass hier dieses kleine Haus ist und dann geht hier so der Turm, der eigentliche Das soll der Turm. Leuchtturm sein, oder? Ja, das ist der Grundriss vom Leuchtturm. Und was soll dann noch sein? Das soll, du kannst ja noch die Insel ein bisschen erweitern, die ist ja sowieso nicht richtig generiert. Wie weit was hast du es gemacht? Normalem Stone. Gut, das lässt sich doch machen. So. Ich würde sagen, wir machen jeden Abschnitt drei Blöcke hoch. Also von Rot-Weiß. Fenster und Böden ziehen wir dann danach ein. Das ist, glaube ich, besser. Gut. Dann kommen drei Weiße hin. Also, wie soll ich das jetzt bauen? Was sollen Sie das für ein Haus werden? Das ist einfach so ein kleiner Eingangsbereich, von dem es halt dann fließend in den Turm rüber geht. Also es kann ruhig so 5x8 Blöcke oder sowas haben, als Grundriss. Ja, geht auch. Und voll abgeschmiert hier. Fenster und sowas müssen auch noch schreien. Aber das können wir auch später noch integrieren. So, warte. Ach so, du schaust gar nicht her. Okay. Tschüss. Ja. Der kann ruhig hoch werden, würde ich sagen. Also mindestens. Was ist denn hoch? Mindestens 70 Blöcke. Also so richtig hoch, meine ich. Wenn wir das hier erstmal bauen, weil ich meine, das Vorhaus können wir immer noch dran dotzen. Also du machst es am besten so, schau. Achso, du hast doch gar keine Wolle in der Hand. Alter, 70 Blöcke, das dauert ein bisschen, wenn du überlegst, dass jede Lage hier nur drei Blöcke hat. Also was für eine Wolle, weiß und rot, oder? Weiß und rot und schau, du gehst dann einfach, also. Wer ist das? Da und hin. Oben hier. Ich meine halt, schau praktisch. Du gehst erstmal drei Blöcke so hoch. Mach das, nee, lass mal noch. Du machst dann gleich hier oben gleich die rote weiter, okay? Hier. Okay, dann drückst du einfach Shift und gehst hier so rum. Dann kannst du einfach gedrückt halten und dann kannst du drei Blöcke übereinander platzieren. Und dann können wir da auch so. Oh Mann, ich meine jetzt mal diese blöden Informationen hier weg, die regt sowieso nur auf. Sieht sowieso jeder das hier nur auf 20 Frames hier auf. Hey, aber jetzt ist es konstant mit hier seinen 20 Bildern. Das freut mich. Geht das? Ja. Dann komme ich gleich mal hinter dir. Dauert noch ein bisschen. Das dauert nicht lang. Boop, boop. Scheiße, auch abgeschmiert. Muss einfach Shift halten, dann kann er nicht runterfallen. Ja, oder dann bewegt er sich nicht so langsam. Ja, ist egal. Hallo? Alter, bist du schnell. Ja, ey, ich hab nicht so viel Zeit wie du. Ja, ich hatte es nicht so oft gemacht.
schnell bist du? Du musst einfach nur immer so quer drüber gehen und dann und Shift dabei gedrückt halten, dann kann er nicht runterfallen. Und dann einfach gedrückt halten, deine rechte Maustaste. Ja, aber der bewegt sich so langsam. Ja, meine auch. Schau mal an. Blup. Besser als keine Hilfe, sagen wir es mal so. Warte, ich fang gleich. Alter, Spalter. Langsam, gell? Okay, wir beenden hier mal kurz die nächste Folge.